So. Hey, man. Ja. Danke. Das heißt, in einem anderen Laden jetzt irgendwo Abilities bekommen oder was? Ja, dann bist du jetzt auch gemacht. Das interessiert mich nicht. Den Rest. Rahmen. Ja, schön, dass du mich willkommen heißt. Gott, ich brauche ja auch die ganzen Hundleiter. Tänzler. So, okay. Alles für Tänzler anscheinend. Zutaten. Ist das noch hier? Doch, ich hab's gemacht. Thank you. Moin, Nappi. Wow, Nappi. Was machst du denn hier und warum bist du pink? Aber halt. Oh, da geht's wieder nach TV. Wo sind die verdammten Schweine? Ah. Hier war ich schon. Okay. Boss, neues Schild und Rot. Dann geht's anscheinend doch ein bisschen weiter. Noch nach, danach. Weil, woher wisst du nur, dass man bei Joshua damals irgendwie oft irgendwie zu der Cat Street musste? Ich höre keine Schweine. Ich werde trotzdem mal vorher speichern. Nein, das solltest du gar nicht reingehen. Das war im Ernst. Oder Gava Backstreet. Ach, wo auch immer das ist. Ich hatte ja auch schon mal gekämpft. So. Speichern. Bevor jetzt noch irgendetwas passiert. Kann ich nämlich resetten, anstatt den ganzen Tag nochmal von vorne zu beginnen. Was? Final Time Attack? Stimmt ja. Man konnte ja irgendwie Time Attack machen. Okay. Müsste ich kein Essen? Vier Kämpfer. Alles Gleiche. Ich euch hasse. Ich weiß nicht. Die Story war ja MLP schon. Die wollte ich jetzt bei den Secret Reports eigentlich so relativ skippen. Ja. So. Da haben wir das Schweinchen. Was kann ich gegen dich machen, bevor du fließt? Ach, das ging ja schneller als erwartet. Rest in peace. Okay, was bekommen wir dafür für das Schweinchen? Burning Melon. Klingt komisch. Kenn ich auch so gar nicht. Burning Melon. Erstmal. Kaufen. Kaufen. Ja. Slash Across Nico. Large Flame. Klingt nice, werde ich leveln und behalten. Sowieso. Na, einfach noch speichern. Immer wieder, wenn man eins geschafft hat. Nicht, dass ich danach irgendeinen Fehler mache und nochmal machen darf. Pink ist awesome? Ja, Pink ist sowas von awesome. Ja, also. Im Spiel geht das eigentlich so. Es ist so was wie eine Art Death Reaper Game. So, das war die ganze Sache Finicus. Finico. Aha. Ich erzähl gleich weiter. Ich hab alles bis auf Quest-Item, oder? Sieht schwer danach aus. Ja. Will ich irgendwie auch noch nicht machen. Und außerdem ein bisschen viel mehr, ist auch egal. So, da bist du nämlich erstmal Neko, der Typ hier. Der Typ. Mit diesem komischen orangenen Haar. So. Dann? Naja, viel kann ich besser hier erklären.
Da gibt es hier halt so, im Spiel bekommst du auf dem Handy Aufträge, die du erledigen musst. So, das Hauptstory-like. Nicht jetzt mit den Sternchen, sondern einfach nur durch. Du hast Gedächtnisverlust. Triffst du jetzt auf diese komischen Noise-Viecher, gegen die ich kämpfe, die dich umbringen könnten. Ihr seid in einer Parallelwelt, wo euch die anderen Menschen nicht sehen können, die auf der Straße rumlaufen. Und ihr müsst überleben. Überleben könnt ihr nur mit Partner. Scheiße, ne? Jetzt hab ich raufgeklickt. Oh. Scheiße. Ja, könnt ihr nur mit einem Partner halt überleben. Dann kämpft ihr halt so. Das Spiel geht 7 Tage. Und wenn ihr dann halt überlebt, habt ihr die Chance, wiederbelebt zu werden. Die Reaper sind halt die mit den schwarzen Flügeln. Und ja. Hier habe ich jetzt nichts gemacht im Shop, ja. Jo. Ich befinde mich jetzt danach halt im zweiten Teil, wo Nico das nochmal spielen musste. Und er bekommt immer wieder mehr Erinnerungen zurück, wie es typisch halt ist. Und ja, so geht's halt weiter. Dreimal muss man spielen, bis es dann ans Ende geht. Da gibt's nämlich einer, der das ganze Spiel erfindet und halt so gesehen der Boss ist und die Aufträge oder die Mission halt gibt pro Tag. Und das ist eigentlich auch der Charakter hier, mit dem ich gerade kämpfe auf dem oberen Bildschirm. Ja, der hat zur Zeit, wo er dann halt als Spieler sich eingetragen hat, einem anderen Ding das Kommando übergeben. Sehr interessante Story, aber Story ist im LP und das hier hat jetzt nichts mit Story zu tun. Ich will jetzt die Sterne sammeln. Und ja. Ich hoffe mal, dass das nicht der Tag war. Sonst sollen wir nochmal resetten. Und Neko hat halt eine Szene in den Erinnerung, während er mit Joshua jetzt halt spielt, wo Joshua eine Waffe auf Neko gerichtet hat, am Ort, wo er getötet wurde. So, aber erinnern kann er sich immer noch nicht an alles. Und deswegen vertraut er Joshua erstmal nicht so ganz, obwohl sie halt einen Pakt haben jetzt und so weiter. Aber die genaue Szene kommt sowieso noch später. Darum kümmern wir uns jetzt eigentlich auch nicht. Ja, ihr seid gestorben. Bla, blub. Ja, da wollte ich auch gerade sagen, du hast mich getötet. Aber naja, wieder unterbrochen. Wieder. So, was bekommen wir jetzt so Schönes? 2323, was? Weil die Missionen werden auch ein bisschen undeutlich, deswegen bekommen sie so einen Tracker, wo sie dann halt Sachen finden können, die komisch sind. Ja, aber so ein bisschen muss ich halt noch mitlesen, damit ich auch weiß, wo ich jetzt gerade hin muss. Er will auch nicht sagen. Er sagt nichts, er ist Mysterious Person. Ne? Ja, wobei, ich muss nicht lesen, wo ich hin muss. Ah, aber zu Scramble Crossing, weil man kann auch einfach stehen bleiben. Ja, und dann reden. Scramble Crossing und so weiter. Beschissen ist nur, wo ist jetzt der da war Backstreet. Die Sterne sind halt die Secret jetzt hier so, wenn ich mehr Sterne bekomme, halt alles, dann schalte ich hier einen Secret Report frei, denn hat der halt noch genauere Sachen erklärt, die in der normalen Story nicht gesagt wurden. Oh. Yo, Phones! Er war eigentlich genau wie wir ein Player, hat sich aber den Reapern verschrieben, um seine Schwester, oder nee, Quatsch,
War sie jetzt die Schwester oder nur eine Freundin? Das weiß ich schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall zu retten, die halt in dieses in ein Pin verwandelt wurde und jetzt das Tierchen auf der Schulter ist. Aber feindlich ist er uns eigentlich nicht so wirklich. Er bekommt trotzdem Aufträge, aber der erste Charakter im dritten Mal, wo wir es durchspielen, aber ja. Ich darf jetzt. Ah, okay. Ich dachte jetzt, ich darf gegen dich kämpfen auf Ultimate mit wenig HP. Das wäre schön. Und ich hasse dich immer noch. Oh Gott, wir dürfen wirklich. Oh Gott, wir dürfen wirklich dancen und so. Ich hoffe, ich sterbe nicht. Ich werde sowas von sterben. Ich werde sowas von sterben. Ich will. Oh. Dann heilen wir uns mal kurz ein bisschen. Das würde nicht sehr viel bringen, weil seine Leiste ist noch mal halb hoch. Ja, wie soll ich was machen? So. Das war's auch gleich. Man muss die nicht besiegen. Mein Gott, wie schön, dass ich das noch geschafft habe. Und das hat er verloren. Das gehörte nämlich Rhyme, also seine Freundin oder Schwester. Wie auch immer. Beibeat, ja. Also ich glaube, es ist doch nicht so schlimm, falls mal was passiert, dass ich nicht so wenig herumlaufe. 80. Jo. 80 hab ich gesagt. Die AP sind schon besser als 1000 weniger. Ich bin gespannt, auf wie viel Geld dieser 5 Yen Pin eigentlich mutieren kann. Oh, nochmal Szenen auf dem Rückweg. Yay! Und Nico hat auch Verdacht, dass dieser komische Cat-Typi, also der Typ, der eben auf, in der Cat Street halt uns das Handy irgendwie geupdatet hat, umgebaut hat, dass er irgendwie hier was mit zu tun hat. Aber rätselhaftes Spiel, was sich erst eigentlich so wirklich klärt, wenn man es komplett durch hat. Und ein bisschen die Secret Report siehst, aber echt interessantes Spiel. Und für ein DS-Spiel finde ich, ist die Grafik total nicht schlecht. Und das Spiel ist eigentlich auch relativ groß. Ich meine, was für Items man alles kaufen kann. Jetzt beim Emulator hat man manchmal hier oben noch voll die Farben und so, aber whatever. Und du bist immer so sorgenfrei, Junge. Ich könnte den Charakter auch wechseln, das könnte ich machen, tue ich aber nicht. Oh, damit wir diese ganzen Szenen nochmal machen, ein bisschen speichern. So, ich weiß nicht, wie lange ich das mache. Eigentlich ist ja noch Isaac dran. Keine Ahnung. So, Scramble Crossing, I'm on my way. Okay, bin ich hier schon mal durchgegangen? Okay, ja, ich war hier, oder? Hey, man. Wer wendet die Freischalte für die Handschuhe? Was? Welcher? Ha. Für die Handschuhe, die ich jetzt im Inventar habe, aber hier nicht drin sind, okay. Max Fusion Level für Shiki. Okay, hab ich doch noch nicht alle. Oh, Mr. Cat! Mr. Cat! See you again! Brauch ich! Na, dann Level ist gemacht. Und was anderes hat wieder was bekommen. Biker Jacket. Ah.
Ist das die Jacke, die ich gerade habe? Ich glaube schon. Ist auch auf maximal, das freut mich. Ist auch auf maximal, freut mich auch. Das Ding ist, man muss die Shops dann auch immer wieder besucht haben, um die neuen Abilities zu bekommen. Das ist locker für Beat. Oder? Weil noch keine Abilities. Ah, du bist auch auf maximalen Level. Okay, war's das oder? Ja, war's. Mal nachgucken. Ja, das ist die Jacke, die ich dann habe. Schuh. Eins da. Ja. Handschuh. Was für Abilities habt ihr denn jetzt? Ja, toll. Ich gratuliere. 25 Attack. So, dann hab ich hier noch das da. Angst, ne? Ich hab gar nicht. Okay, ich war hier auch nicht. Aber Pikmas hab ich ja jetzt alles. Oh Wolf, wo ist Uragawa Backstreet? Bienvenido! Hör auf Spanisch zu reden. Ja, muchas gracias. Ich hab gar nichts gekauft, aber okay. Tipsy Toes? Spangle, AMX, Strike. Was ist los? Also ich glaube, das hat nichts damit zu tun, was ich machen müsste. Aber okay. Ich sag mal so, ich spiele Isaac Rebirth und da habe ich noch gar nichts gespielt. Also denke ich mal Isaac. Ganz normal. Azazel ist übertrieben. Will ich spielen? Ja komm, spielen wir mal einmal. Das Match, wo ich verlieren musste, wird jetzt gerade wieder aufgestockt. Beat it. Ah, bist du so doof? Du bist so doof. Mein Gott. Tschüss. Ah, nicht selbst in den Tod jagen. Mein Gott. Jetzt mal so über Tim. Slammer. Jeder unterschiedliche Pin hat hier oben so ein paar Abilities. Hammer wird halt mit Steuerkreuz aktiviert. Und ja, jetzt hat er sich gerettet mit der Hand. Und selbst K.O. geschlagen. Also die Hand hier rettet. Okay. Dann gibt's halt den Meteor. Und die Stachelkugel halt, um sich zu schützen. Ich kann nichts sehen. Geil. Aber warum ist mein Hammer nur so klein? Ich hab ihn noch getroffen. Alter, mit einem Pin, 6 vernichtet. Alter, wie schlecht bist du? Du warst ein Pro. Ja, du hast verloren. Bekomme ich jetzt was? 500 Yen. Cool. Was passiert, wenn ich gegen den anderen gewinne? Das interessiert mich jetzt irgendwie. Nicht, dass ich irgendein Item verpasse. So, mal gucken, wie... Nee, warst du der Pro? Ich bin länger in der Luft. Okay. Keine Ahnung, warum ich länger in der Luft bin, aber ich bin länger in der Luft. Oh, scheiße! Vercalculated. Oh, weil du nicht bewegen kannst.
Oh, mein Hammer ist ja noch kleiner. Aha. Was? Kugel weg. Danke. Pech für dich. Ich habe mich gerade auch mit rausgehauen, oder habe ich... Ja, okay, ich habe ihn und mich rausgehauen. Dann ist es ja gut. Danke. Ich darf nicht vergessen, ich kann... Ja, gut. Ich kann nicht einmal retten, wenn ich schnell genug bin. Okay. Ist aber nicht nötig. Den Tag wenigstens noch schaffen. Wo ist diese verdammte Boss-Noise? Hellfire. Hat sich gelohnt. Ich bin nicht nochmal reingegangen, aber okay. Dann nein, komm. Nein. 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 Weg. No time. Oh, ich bin nicht dein Bro. Headquarters. Gott. Hello. Schon wieder so viele Quest-Sachen. HP erhöht. 1000 HP. Ach du Scheiß. 1035 HP. Ja gut. Deine Freundschaft ist auf Max. Mehr hast du auch nicht. Thank you. 1000 Yen kann ich mir hier mit... Mit was so? Hallo! Adamantiten. Hab ich ja eigentlich genug von. Wenn ich ein paar Mal kämpfe. Thank you! Oh, jetzt weiß ich, wo ich mir auch noch Geld holen kann. Hallo! Ja, also sie hat keine KP. Hier auch noch. Alter, ich brauch den! Ich kann bis zu 16 Chain Battles machen, was? Alter, ist ja cool. Attack Bonus und Attack Bonus. 100 Yen. Ability hierfür. Defense. Habe ich natürlich nicht. Alter, was muss ich bei dir noch alles kaufen, ey? Freundschaft ist aber auch nicht gerade hoch. Yay, 10.000 Yen, weil ich die Freundschaft gemacht habe. Ist das nicht toll? Thank you. So. Hello. Den habe ich schon. Ah, Schwierigkeit Ultimate. Jetzt weiß ich, wo mein ganzes Surreal kommen ist. Verteidigungsbonus. Schwert. Gibt echt viel Attacke. Da fehlt mir da auch viel zu viel für. Stunning Crystal, das sind alles die Items, die ich brauche, um Sachen weiter zu verarbeiten. Für solche schönen Items. Good day. Oh Gott. Nein. HP, Attacke. Verteidigung, HP. Entweder waren das die, wo der Magen sich gar nicht füllt oder viel füllte, aber... Synchronisationsrate, Bravery 20, Santa-Kostüm... Irgendwas war hier. Ach, das war das hier, okay. Freund. Aber Freundschaft! Habe ich überhaupt genug Geld? Oh, ich brauch Geld. Ja nicht. Okay. Pick Noise musste ich nicht mal suchen. Oder Gava Backstreets gefunden! Cyber Records? Hey man! Hier musste ich eigentlich auch alles haben. Pass auf, jetzt kommt der Ability. Cool. Lightpack. Ja, jetzt schon ein bisschen. Schöne Sachen. See you again. Hier gibt es ja zwei Bosse, die ich nicht chainen darf. Hey man. Oh, Beatstacker Attack. Okay.
so viele Skalas. Rare Metal, Sparkling, Cosmic. Hab ich eigentlich davon. HP increased. Beam trägt zwei Fusion Stars. Das hat die Girl ja schon. Freundschaft ist auf Max, also interessiert mich da relativ wenig. Was abgeht. Gut, dann würde ich mal Sachen genauer. Haben wir es auch bald geschafft diesen Tag? Letzte Frage, dich nehme ich raus. Und dann bleibt doch nochmal die Hilfe rein, wenn ich den finde. Doch, der ist jetzt wieder irgendwo die inzwischen. Ja, genau. Speichere noch einmal. Guck dann erstmal, welches, was Beat eigentlich trägt. Weil irgendwie will ich mit Beat kämpfen, weil Beat hat bei mir. So, nein, trägt er gar nicht. Aber drei Fusion Stars immer noch. Also. Ah. Ja. Beat hat halt mehr Angriff. Sehr viel mehr Angriff. Ich nehm Beat. So. Die kann aber trotzdem irgendwas fressen. Das ist so umsonst, dass die kämpft, oder? Unter Bravery mit der Attacke. Komm, nimm Attacke. This is great. So, jetzt nur die Frage. Ich bin Level 104? Hey, Level 100. Deswegen kann ich auch nicht mehr leveln, okay. So, ich hab's immer standardmäßig bei 80, ich weiß nicht, wie ich jetzt verkacken werde. Aber wenn ich jetzt keinen XP-Bonus habe, könnte ich dir eigentlich bessere Schuhe nehmen, oder? Zwei Attacke zum Verteidigen. Ja, mal gucken. Auch kein XP-Bonus. Schuhe. Sonst noch Schuhe für... Wie sieht mich denn aus? Resist Knockback. Da war hier doch auch noch was. Ja. Ich glaube, die sind besser dann für dich. Hose. Nein, Verteidigung 8 HP. Plus HP Bonus. Ist die hier. Ja. Werden wir schon mit dir bekommen. So, wo seid ihr denn? Hallo? Open up your senses. Was Neues ist? Hallo? Hi. Zwei Hinweisen hast du. Ja. Genau. Yo man, we in trouble. Hi, Explosion. I'm digging it. Einmal heilen. Geht. Bekomm deinen letzten Schlag doch mal durch. Danke. So, halt deinen letzten Schlag bitte. Dann nicht. Oh, die zieht doch auf Ultimate mehr ab, als ich dachte. Yo man, we in trouble. Danke. Mein Spiel! Gib der letzten Schlag doch mal endlich durch. Na danke, jetzt machen die auch sowas. Danke! Und tot. Ich glaube, Beat war doch nicht so eine gute Wahl.
Aber sehr. You're good as gone. Yo, man, we in trouble. Hurry, we got this. Was jetzt? So, krieg jetzt bitte nochmal wieder deinen letzten Schlag durch. Danke. Das ist sehr schön. Ja, so läuft schon besser. Lief besser, ich bin nicht geheilt. Ja. Ich würde es irgendwie auch ruhig mehr schaffen. Auch wenn ich ziemlich unter Level bin. Bei mehr Level würde ich es haben, aber was sonst? Hey, du sollst dich gewinnen hier. Gut, hier schon Level 2. Was? Jetzt setzen wir das mal ein. Jetzt sind beinahe gestorben. Schöne Kette. Heilen. Nicht. Oh, einmal heilen habe ich gesagt. Danke. Yo, man, we in trouble. Noch einmal heilen. Alter. Beat bekommt zu viel Schaden. Beat. Beat. Ja, aber kein anderer als du sonst so noch ein bisschen Verteidigung. Watch yourself. I'm digging it. I can't. Yo, man, we in trouble. I'm digging it! Block, ja, funktioniert doch nicht, wie ich es mir vorstelle. Oder wie greift er dann automatisch wieder an, nur weil ich blocke? Weiß ich nicht. Okay, ich glaube, ich sollte bei Ultimate doch mein Level nicht so ganz weit runtersetzen. Jeder braucht Geld, Nati. Aber nicht unbedingt echt Geld, ne? So. Base 0 Dev. Ja, ich denke mal, wir sollten schon mit ihm kämpfen. This is great. So, ich mache mit 60. Ja, jetzt habe ich die Kleidung auch nicht gerne, ne? Schuhe. Das waren eigentlich nur Schuhe, die ich gerne habe. Ja. Aber ist das schon noch weg? Das ist. Halt aber auch ein bisschen weniger als ich dachte. Ich kenne mich mit den Heilpins nicht so aus. Habe ich selten benutzt. So, dann kommt er. Das sind die ganzen Viecher, die roten Leute sind, die auch 10.000 bringen. Your good is gone. Das ist schon ein bisschen besser für mich. I'm digging it. Treff jetzt verdammt nochmal den letzten Schlag, Mann. Ah, Beat. Danke. Alter, geht!
bekommst einfach mal so viel Schaden. Mein Gott. Das funktioniert doch nicht so gut wie ich dachte. Jetzt halt es. Oh, dieser Tag hier, wie kann ich denn aufsteigen mit dir? Ja. Auf einmal sind sie tot. Neko macht viel zu viel Schaden. Und Neko bekommt zu viel Schaden. Irgendwie schwimmt es gleich hier nicht, oder? Lefty Cat. Okay. Nein, ich check das. Wir haben jetzt aber auch an jedem Stern. Also können wir den Chapter so gesehen verlassen, ohne das jetzt nochmal zu beenden. Berserk-Modus, okay. Lolita-Welt. Ah, verdammt, den könnt ihr ihn nicht bekommen, oder was? Oh, cool. Das heißt, man müsste das öfter machen. Keine Ahnung, was es auf den anderen Modi gibt. Ja, Story habe ich normal durchgespielt, deswegen ist das ja auch nur auf normal. Der gibt Dark Matter! Gib her damit, ich brauche. Das ist nicht wenig. Okay. Ich würde aber mal sagen. Was mache ich hier? Items, bla bla, wieder zurücksetzen. 80. Dass ich die Story hier nochmal kurz beende, weil ich nicht weiß, welcher Boss jetzt hier in meinen Spielverlauf kommt und den ich schon, glaube ich, besiegen wollen würde. Wegen Items und danach, glaube ich, spiele ich Isaac. Amex. Hier war ich auch erstmal noch nicht dran. Rest ist erledigt. Du bist nicht auf Maximum. Wie kann ich nur? Danke. Thank you. Gut. Center. Ich glaube, wenn wir hier jetzt weitergehen, kommen wir wieder zur Scramble Cross. Ja. So, was sollen wir hier machen? Sollten wir jetzt nicht davor lassen, war das? Das? Oder Fächchen? Komm, Joshua, lass mich jetzt vor. What can I help with? Station Underpass, okay. Ich hoffe, danach war es nicht so wichtig, weil ich viel gelesen habe. Nicht gelesen habe. Aber okay. Station Underpass. Moment mal, ist hier oder auf der anderen Seite? Station Underpass, hallo. Bin richtig. Hm? Achso, wir suchen den Composer hier. Okay, Zeit um Neues zu killen. Ist super. Welche Noise? Normalerweise sind solche Noise immer orange, aber okay, nehmen wir die hier. Geht auch klar. Wieder viel zu einfach. Auf jeden Fall. Eigentlich kann kein Gegner was über die Welt, außer die Bosse. Und das ist das Problem. Das muss ich schon meine Droprate sehen. Eigentlich hab ich sie ja erstmal gehört. Normalisieren. Okay, stimmt, ich kann
die Attacke von Dings abbrechen und dann wieder attackieren aus der Luft. Da war was. Oh lol, oh, ja, viele Trollen. Aber Yoshi ist doch, glaube ich, irgendwie besser. Jetzt hat gut schon was essen. Weil ich weiß nicht, wie ich mit mir hier. Ich muss die Genauigkeit genau machen, aber ich achte nicht darauf, wenn ich drücke, ohne die passende Farbe ist. Und ich hatte auch nicht gerade viel Zeit, um zu entscheiden. Oh. Blitz trifft mich. Okay. Ach, das war's schon. Bravery plus 50. Können wir jetzt hin? Nein. Aber hier ist es jede neueste Abschaltung. Irgend sowas. Was kannst du jetzt noch essen? Synkrate kann ich steigern. Ja. 3 HP. Nicht verkehrt. Der Magen ist nämlich etwas voll, das finde ich scheiße. Warte mal. Ich will mich verdammt nicht treffen. Soll ich mich in der Luft treffen? Okay. Nee, doch, ich kann mich treffen. Whatever. Für den jetzt einfach mit 2 einsetzen. Aber okay, Level 3 haben wir noch einen Flasher, das ist kacke. Tektite, ich brauch dich nicht. Oh, hier ist es jetzt, ich muss woanders hin. Joshua, lass mit dir reden. Hey. Check ich grad nicht. Gute Frage, ich habe keine Ahnung. Ich habe hier alles besiegt. Keine Ahnung, wo wir hin sollen. Ah. Cool. Hallo Boss, ich hätte einfach rausrennen müssen. Wer kommt auf die Idee? Du kommst nicht voll viel Spaß. Alter, auch mit Eco so. Ja, aber ich kann mal voll auf Distanz sein. Au. Bist du dann doch einmal zu nah bist? Okay, 10.000 Yen, ich darf dich noch nicht mehr vernichten. Ja. So bedrohlich ist es nun auch nicht. You are done. Okay, warum auch immer ich das nicht im Kampf machen durfte. Wow. Das habe ich beide schon vergessen. Okay, du bist eigentlich ganz cool. Bring nicht die Tusse mit, danke. By the way, dich haben wir jetzt eigentlich schon im Rage-Modus besiegen. Besiegen, genau, besiegt. Ja, schon lebt. Ha. Ja, diese ganzen Sachen. Jetzt dreht Nico auch durch, von wegen er hat ihn getötet. Was, wenn ich es getan hätte? Oh, 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 oh. Oh Gott, warum sagst du nicht einfach, was passiert ist? Okay, Tag vorbei, gut. Einzig Report mehr. Das finde ich super. Speichern.
Hat leider nur 10.000 Yen gebracht, der Boss. Ich dachte, man kann den Boss normal kämpfen und besiegen. Aber was soll's. Gut. Sind wir jetzt im sechsten Tag. Und der Schott telefoniert wieder. Und macht sich wieder verdächtig. In Nekos Augen jedenfalls. Gut, gut. Aber dass man wieder die ganze Story nicht einfach so mit einem Sequenz überspringen quasi drücken kann, weil man es schon getan hat, beziehungsweise durchgespielt hat. Das war das nicht machen kann, das Scheiße. Und da ist der Death Timer. Keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich glaube, das mache ich jetzt auch nicht. Ich habe mehr Bock auf Isaac gerade. Teleportet die... Ja, okay. Konnte ich schon. So, bis eben konnte man mit Joshua eigentlich nicht nach oben springen und in der Luft diese komische Seite-Attacke machen, die ich sonst auch immer hatte. Finde ich die Szene nicht nochmal habe nächstes Mal. Kurz zum Speichern, nochmal gucken, was ich in diesem Chapter eigentlich machen muss. Und dann schön Isaac starten. So, was darf ich hier machen? Pick my symbols, wie immer. Just for you, Jack Fakes. Und Jack Out. Ja, keine Ahnung. Und wieder ein Boss über. Ja, dass man immer so danach suchen muss, das mach ich nicht so. Ich muss immer irgendwie voll suchen, wo die ganzen Sachen jetzt sind. Das ist uncool. Du kannst gerne in Skype anrufen. Isaac kommt jetzt. Da. Dat Isaac. Steam Update. Fuck you, Steam Update. Einen neuen Gegenstand im Inventar. Ja, schön. Schön. Sehr schön. Danke. So. Dann spiele ich mal so, dass ich den Chat auch sehe. Mother lived alone in a small house on a hill. Himself, drawing pictures and playing with his toys as his mom watched Christian Broad. Und ich denke, ich überspringe mal die Anfangsszene. Ich spiele nicht mit Gamepad, danke. Continue, you run. Ah, ich kann sehen, wenn ich die freischalte. Okay. Ja, den Hintergrund habe ich mir irgendwann mal selbst gemacht. Kingdom Hearts halt. Wartet ihr doch nicht von mir. Ich bin Noob in Isaac. Ein Noob bin ich. Muss mich auch erstmal wieder einspielen. Dich kenne ich gar nicht. Was bist du? Ramming Speed. Speeder? I don't know. Scheint mir aber so. Ja, genau. Renn ins Feuer. Einen Run machen? Ich bin noch gerade dabei, einen zu machen. Hallo Fliegen. Wisst ihr, die Gegner können noch so schwer sein. Die beschissensten Gegner sind immer noch Spinnen und Fliegen. Achso, du. Ja, gut. Viel Spaß. Safety Cap. Schon mal keine komischen Pillen. Hab keinen Schlüssel. Du gibst mir Pille. Und Schlüssel. Gut. Und wir haben Paralysis. Ja, gut. Bringt auch nichts. Ich habe keine Ahnung, was das Item ist, was ich gerade bekommen habe. Dingeln! Kackhaufen! Okay. Hallo Kackhaufen. Du spawnst Kackhaufen.
finde ich schon mal scheiße. Und whoop. Dash, okay. Auf zu furzen. Macht man nicht. Geh auf Klo. Hi, furz nicht. Furz. Danke. Noch Damage. Ja, ja. Nicht furzen, nicht furzen, habe ich gesagt. So kleiner kommt jetzt noch weg. Oder auch nicht. Ich will ja eigentlich jetzt so wie möglich meinen Charakter freischalten. Das heißt, entweder keine roten Herzen aufsammeln. Aber ich glaube, bei einem schaffe ich die nächste Ebene sowieso nicht. Hier ist unser Schutz wieder. Boah, gefällt mir. Dingle ist kacke. Er hat mir zwei Herzen abgezogen. Zwei. Ist, by the way, jetzt der Sound zu laut von Isaac? Oder bin ich zu laut, leise? Oder geht es so wie vorhin? Das ist ein anderes Spiel, ein anderer Sound. Hallo. Gut, kein Item für diesen Raum. Was seid ihr für Viecher? Ihr hinterlasst so eine schöne komische Spur. Und Schlüssel, den ich nicht rankomme. Oh Gott! I hate this room. I hate this room. Oh mein Gott. Erzfeinde Nummer 1. Hi. Oh, no. Ihr seid scheiße. Wie gesagt, Spinnen und Fliegen hasse ich wie die Pest. Der Rest ist scheißegal. Jedenfalls gefühlt scheißegal. Was ist perfekt? Warum gibt mir mal einfach eiskalt gar nichts? Eiskalt gibt er mir gar nichts. Ach, Item Raum? Nein, aber Geld. Nehme ich auch gerne. Item Raum? Ja, Item Raum. Und ein blauer Stein. Ja, komische Fliege. Warum? Und noch ein Schlüssel. Was warst du? Dead Sea Scrolls. Achso, ich glaube Random Space Bite war das oder so. Warum kannst du nicht weiter oben stehen? Jetzt mal ohne Scheiß. Jetzt muss ich eine Bombe opfern. Hallo, Bombe? Warum kann ich gerade auf Shift keine Bombe mehr legen? Gute Frage. Machen wir das vorher mal weg. Gibt ihr mir Münzen, Pillen? Kackhaufen? Gar nichts? Okay. Hallo Envy. Envy ist auch so mein Hass-Mini-Boss. Weil der einfach zu beschissen ist. Wenn ich habe das Glück, gleich Kamikaze zu bekommen. Vor allem jetzt hier noch mit Stacheln im Raum ist dann auch sehr schön, weil ich mich nicht 100% frei bewegen kann. Ich hätte doch sowas von was getroffen. Jedenfalls hat der Altmeiser irgendwie mehr genervt als hier. Ich weiß nicht wieso. Jetzt hätte ich eigentlich schon so eins von getroffen werden müssen. Tutu. Aber irgendwie läuft es. Es dauert nur sehr lange. Ach,
Gott, endlich, ich hasse dich. Oh, hey Ben. Ich will nicht so wirklich sagen, Twitch mag dich nicht, aber Twitch, hör auf, wenn nicht zu mögen. Okay. Monstro! Hallo, Space Item? Oh, Damage Up, wie ein Book of Billiard oder so. Geil. Womit habe ich das verdient, Spiel? Womit? Das ist mal echt cool. Und tschüss. Monstrous Tooth. Okay. Sehr schön. Wenn, falls du gerade hören kannst, im Twiwi habe ich den Secret Report für diesen Tag, den Chocantus, gesammelt. Bisschen sehr viel in den Shops rumgesucht, ein paar Abilities freigeschaltet und geflucht, dass ich keine 10-jährigen Pins habe. So, aber ich habe immer noch keine Ahnung für Fledermäuse. Fledermäuse. Oh, ragende Fledermäuse. Okay, die sind neu. Sackgasse, by the way, okay. Okay, ich kann halt nicht ver... Solche Viecher seid ihr, okay. Habe ich auch kein Problem mit. Solange ihr sterbt. Natürlich habe ich ein Problem mit euch. Natürlich hat das noch getroffen. Nein, nein, natürlich trifft das. Come on. Mein Gott, wie viel halten die Dinger aus? Danke. Hallo. Ranger. Joa. Über drei Viertel können wir es schießen. Ja, diesen Weg gehe ich doch gerne für den Schlüssel. Aber das erste Item, was ich jetzt aufgesammelt habe, diese Hörner, sind eigentlich nur Speed-Up, oder? Täusche mich da gerade. Wo sehe ich eigentlich jetzt mein Speed? Das Item da. Ich habe keine Ahnung. Nein, warum habe ich das Feuer gekillt? Das Feuer kann die dann auch killen. Oh Gott, nicht so eine Spinne. Oh, danke, dass es tot ist. Oh. Hallo. Hör auf, Spins zu spawnen. Spinnen sind. Oh. Die Spinnen sind so unberechenbar, man weiß nie, wie groß sie oder wie weit sie jetzt verdammt nochmal springen, ey. Hi. Ich will irgendwie jetzt gerade das Anarchist-Cookbook haben. Diese komischen vielen Bomben, die random appieren. Ja, du hast mich nicht getroffen, aber okay, anscheinend hast du mich getroffen. Weil hier Pilze sprengen, das weiß ich. Dass da was rauskommen kann. Item war. Immerhin. Natürlich. Was wäre Damager? Das erste Item oder wie? Boah, ist das auch cool. Was bist du? Ah, ich weiß nicht, ob ich einen Damager dadurch habe. Oh, okay. Magic Fingers. Was ist dieses Magic Fingers bitte? Ich sehe ja noch nicht mal eine grüne Leiste, wenn sich das irgendwie wie auffüllt und so. Ist das jetzt ein Shop oder eine Bibliothek? Ich sehe da nämlich keine Münze drüber irgendwie. Ich denke, das ist ein Shop. Pay to play. Oh, ich habe mein Geld reingeworfen. Ja, okay. Tschüss. Keine Ahnung. Hätte wahrscheinlich pro eine Münze irgendwie Gegner geschädigt.
Okay, hat's schon gesagt. Ja, stimmt. Gott, Gott. Hi. Aber... Es müssen irgendwie sehr viele Knochenbomben sein. Und dann genügend Schlüssel. Ich will dann lieber zu... Oh, meine Maus. Ich glaube nicht, dass ich das machen will. Mega Fetti, was ist das denn jetzt? Der ist neu. Der ist neu. Random Teleport. Geil. Aber zum Glück in die Geheimbasis. Oder, super Geheimraum. Jetzt ist nur. Hörst du auf? Alter, du springst mir viel zu schnell durch die Gegend. Kotzen kannst du auch. Oh, oh, oh. Ich werde nur angesucht. Du kannst furzen und dabei Kacke auf den Schwimmen. Das ist irgendwie logisch, aber lass das bitte. Zu saugen. Weil Hilmer weiß nicht, dass wenn er saugt, immer diese komische Sprühattacke macht. Diese Kurzattacke. Alter, es wäre logisch, wenn es grün gewesen wäre, aber warum kackst du auch noch braune Kotze raus? Deinem Mund raus. Ich glaube, das ist nicht mehr gesund. Und so langsam finde ich, sind ja auch zu viele kleine Kartoffeln da. Okay, langsamer Sprung. Was ist so lustig? Entweder diese random Teleport oder das Satanraum, da gehen wir zuerst rein. Schön, dass ich die Sachen nicht kenne. Kenne meine ich. Dark Matter, 4 Shot. Okay, kann ich mitleben. Shot Speed up. Also, mein Shot Speed gefällt mir. The Hermit. Mal wisst, was das macht. Ich habe Isaac das normale auch nicht so wirklich lang gespielt. Also was soll's? Was soll's? Gehen wir zuerst in diesen komischen langen Raum. Mini Bodies, hallo. 4 Shot bringt so gar nichts. Deine ist jetzt gefällt. Ja, das wird noch sehr schön. Hier nie. Der Hermit und wir haben den Emperor. Ich glaube, der Emperor hat irgendwohin teleportiert. Zum Boss oder so. Der Hermit? Keiner. So, das sind nur die, die ganz normal sich bewegen und nicht explodieren. Viel Shot gut bei denen, aber nichts. Mein Gott, wie viel mehr hältst du aus, nur weil du groß bist? Jo, lass dich mich noch treffen. GG. Jo, hätte ich genügend Bomben vielleicht. Das nehme ich immer gerne mit. Jo. Zerbrochener Spiegel. Boomerang Tears. Okay, und was genau bringt mir das? Die Tears sind eh, wenn sie Gegner treffen, weg. Und jetzt ist meine Range ein bisschen gekürzt. Also wird der Gegner hinter mir? Ich damit auch nicht treffen. Oh, okay. Komisches Item. Komisches Item. 4 wie! 4 wie! Okay. Ich glaube, es kann lange dauern bei mir, bis ich einen Charakter irgendwie freigeschaltet habe. Mein Gott. 4 wie Spider, 4 wie. Den Shop brauche ich nicht rein, ich habe hier kein Geld.
Kadaver mal wieder. Ach, benutzen wir einfach mal random die Karte. Der Hermit bringt uns in den Shop. Wow. Ah, cool. Donations. Donation wir einfach mal. Wir haben hier nicht viel Geld. Okay. The Emperor. Hat uns, glaube ich, auch irgendwo hin teleportiert. Gott, so viel Kackhaufen! Dingel! Kack nicht so viel! Man ist jetzt gefiert und kann das so dashen. Also ich denke, diese Kackhaufen hier sind so wie Dingel, oder? Twitch verbraucht ein bisschen mehr als sonst was. Deswegen war ich ja eigentlich, oh Gott, auf Hitbox. Ah, oh, natürlich. Natürlich. Hör auf damit. Puh, ein Herz noch. Nice. Nichts gerobbt? Wow. Sehr nice. Herzen holen. Oh, ich hätte in den Raum rein können eben. Egal. Tja. Tut mir leid, Vin. Aber Twitch ist, ja. Okay. I don't know. God, exclusive! Yo, yo. Good. Nice. So. Können wir mal endlich den verdammten Scheißdrecks-Boss haben hier? Moment, was hat mich denn da eben erwischt? Meine eigene Träne? Was? Oh, was sind das? Drecksgegner. Alter, meine eigenen Tiers verwirren mich jetzt. Können wir nicht annehmen. Geld. So, was ist hier? Nichts Besonderes. Videoqualität runterstellen? Ja, ich kenne mich mit Twitch nicht so aus. Kann ich dir leider nicht sagen. Falls du mich nicht hört, schreien. Hab zu Boss. Goy, hate you. Hate you, Goy. Und wir bekommen. Wow. Komisches Item. Wie er jetzt einfach nicht gefehlt werden will. Ah, geht doch. Ich hasse Gordy irgendwie. Ich weiß nicht wieso. Ich hasse ihn einfach nur. Auf zu spawnen, danke. Stirb einfach. Super. Lil Chubby. Damage Range Up. Das gefällt mir. Ich kann trotzdem nicht viel weiter als die Hälfte schießen. Und die wollen wieder zurück danach. Oh mein Gott. Ich habe auch gerade gegen Goldie gekämpft. Aber eigentlich geht er mit einer bestimmten Taktik. Ah.
high menu boss, whatever. Ich bin schon sehr froh, dass ich jetzt irgendwie Damage abbekommen habe. Hier geht's nicht weiter. Hier gibt's Geld. Aber nur das. Okay. Eigentlich könnte ich hier jetzt auch mal bearbeiten. Ich spiele jetzt was anderes. Ah, findet der Rebirth. Ja, gut. Nicht, dass es noch falsche Angaben gibt. Scheiße. Oh Gott, nein. Die Viecher hasse ich am zweitmeisten. Nach Spinnen und... ja, genau. Nach Spinnen und Fliegen. Gerade ist es doch nicht so schlecht, dass meine Tiers zurückkommen. Du explodierst sogar. Okay. Dann nehmen wir mal den. Tatsache, ich kann mit Schiff gerade keine Bomben mehr legen. Hermit hat sich einen zum Boss teleportiert. Jetzt habe ich auch so auf Q anstatt E gedrückt, aber was soll's. Sind wir hier halt beim Boss. Was gibt's? Achso, hat mir eine Karte gegeben. Strange, kannst du gleich mal benutzen. Kannst du gleich mal benutzen, ja. Oh, was? Seit wann springst du denn bitte auf das Level? So. Stimmt, du konntest das. Oh, Alter, hör auf immer auf diese... Ich bin gleich tot. Ich wollte noch nach oben gehen. Okay, das war's. Random Teleport. Ja, sag. Tschüss, Gamepad. New Run, Isaac, nochmal. Ein anderes Stream funktioniert, meine nicht. Wow, interessant. Schon wieder so ein blaues Item. Was bist du? Leo. Ah! Ich bin mein Shotspeed so gewohnt von eben. Ich hasse sowas, wenn ich nochmal neu anfangen muss. Anscheinend kann ich Vasen zerstören. Und so Steine. Wahrscheinlich. Ah! Renn ich beinahe rein, ey. Könnt mich mal. Die Spinnen nerven ein bisschen, dezent, danke. Ja, große Spinne auch noch, hallo. Na los, deine Kleinen raus und die jetzt auch bitte. Danke, gern geschehen. Ja, noch so eine Spinne. Danke, Schlüssel auch schon mal gesichert. Ja, ich kann die Steine kaputt machen. Tears up! So, ist in den Stein was drin? Nein, aber diesmal brauche ich keine Bomben, um irgendwelche Steine wegzutun. Ja, erstmal, Nappi, erstmal drei Räume bekommen, ne? Erstmal drei Räume bekommen. Geil, weißes Herz. Na dann, was gibt's? Monstro, I hate you! 0815 raus. So, sind die komischen Typen auch weg? Jetzt noch du und ich, Monstro. Nur noch du und ich. Hör auf, über meine Tiers zu schnell, das kann ich nicht leiden. Ja, hüpf, komm, hüpf, hüpf noch mehr. Ich sagte hüpf, wenn du. Naja, Monster 2. Mal sehen, jetzt könnte ich es theoretisch schaffen, Eve freizuschalten. Jetzt habe ich hier Tease ab, aber
zählt die blauen Herzen. Ach, das sammle ich jetzt auch ein. Zählt wahrscheinlich alles als ein Herz. Ach, egal. Scheiß auf Charakter freischalten. Ja, geht auch so. Mit zwei Räumen. Aber den Charakter nicht normalerweise immer. Ach, schon wieder so ein Scheißraum. Und diesmal kann ich durch Steine gehen, Alter. Immerhin. Ja, den Bautestern sollte ich vielleicht nicht angreifen. Ja, die Charaktere, die ich zuerst freischalte, sind eigentlich immer Kane und Maggie gewesen. Aber was sonst noch ist, keine Ahnung. Das Geile ist, in dem alten Isaac, da habe ich mal Satan-Deals gemacht, ohne Herzen zu haben. Irgendwie hat es geklappt und ich hatte gar keine Herzen mehr. Keine Ahnung, was das eigentlich war, aber ich glaube, das war auch nicht so richtig. Vorsicht, Bombe, immer noch. Unter den Stein ist irgendwie gar nichts. Blauer Stein, immer eine Bombe. Und blaues Herz. Okay. Weiter im Text. Noch ein großer Raum. Nur zum Glück nicht so wie eben. Die sind schon viel angenehmer. Hallo, Peppy. Gibt es hier eigentlich noch diese doofe Maske als Boss? Also die Maske. Der Lucky Rock has appeared in the basement. Auch wenn ich weiß, wie ich jetzt hier alles freischalte, oder? Ich tue etwas freischalten. Das ist ja auch noch am Anfang, das ist ja auch noch einfach. Was soll ich sagen? Genau, den Boss mit der Maske. Wenn man ihn auch nur hinten treffen kann. Ich hasse diesen Boss im ersten Teil. Itemraum. Du bist ein Begleiter, das sieht man dir an. Mongo Baby. Okay, es schießt sehr viel. Nicht nur ein bisschen, aber ich glaube, er schießt dieselben Tiers wie ich. Kann sein. Kann sein, ich bin ja da nicht mehr. Achtung, Bomben, immer noch. Achtung, Feuer. Schlüssel, danke. So, ihr seid nur ein bisschen nervig, weil ihr euch ständig einhebt. Geld. Das war ein großer Stein, okay. Boss. Larry Jr. Hallo Larry Jr. Auch sofort. Wenn ich jetzt mit Leo Kackhaufen sofort und Steine sofort kaputt mache, bekomme ich dann noch das, was die droppen würden, oder sind die damit auch weg? Gute Frage, ich habe keine Ahnung. Evil Up und Torn Photo, Tears und Shot Speed. Alter Schwede, schieß mir schnell. Was ist das hier dran? Trollbombe. Ich will kein Dingsbums. Ich nehme das hier, Damage ab. So, mir gefällt bis jetzt, was ich habe. Das Brimstone nehme ich nicht. Karte? Na komm, ich gehe nochmal die andere neue mal ab. Hallo, bis dann, Ben. Ach so, okay. Standard hier ist. Und kopiert nicht meine.
Oh, Last, hallo. Ich hab so Lust auf dich. Hier ist er. Mein Gott. Oh, Geld. Hat's ja so doch noch gelohnt. Ah, die Drops droppen, das ist cool. Man muss sich ja keine Sorgen machen, jetzt hier irgendwie Steine kaputt zu machen oder Kakao. Mehr Sorgen zu haben. Okay, ich habe Lazarus freigeschaltet, wie auch immer. Mal einen anderen Charakter zuerst freigeschaltet. Okay. Ich liebe meinen Shotspeed. Und der Damage könnte noch ein bisschen höher sein. Klein wenig. Ganz klein wenig. Oder ein bisschen mehr Speed wäre auch nicht schlecht. Am besten gleich alles jetzt maximiert. So. Mal gucken, ob wir jetzt bis Mom kommen. Das wäre echt schön. Caves 1, noch keine XL-Map. Oh, Kakao. Hi, Kakao. So, das Ding ist, ich kann ja jetzt eigentlich auch Pilze kaputt machen. Frage nur, will ich das? Will ich Pilze kaputt machen? Eine gute Frage. Vielleicht risky? Ich weiß es nicht. Könnte drin sein, aber ich habe jetzt auch keine Safety Cap, also. Weiß ich nicht, ob das überhaupt gute Pins sein werden, also lass ich es mal. Was gibt's hier drin? Ja, why not, ne? No risk, no fun. Danke, Trollbombe. Ich bin gerade durch den Gegner gerannt. Also Trollbombe und ein Herz. Hat echt gebracht, dieser Raum. Echt gebracht. Sowas von. Oh, nicht ihr. Von euch lasst ihr mich doch wieder treffen. Ja, komm. Danke. Gut. Und Schlüssel. Immerhin etwas. Ja, das Pilz drin sind, weiß ich ja. Wir müssen ja nicht unbedingt gut sein. Isaac will es Ultra Pride. Was? Was? Ultra Pride jetzt schon? Womit habe ich das verdient? The Left Hand. Was bist du? The Left Hand Path irgendwas. Ich habe keine Ahnung, was The Left Hand macht. Aber wir haben eine linke Hand, Leute. Ist das nicht schön? Ich glaube, ich hänge ungefähr 20 Sekunden oder 30 Sekunden hinterher. Fliegen. Hallo Fliegen. Ihr seid schöne Fliegen. Euch mag ich. Komm schon. Geh hoch. Danke. So, den Pilz nehme ich mit. Da ist nichts dran gewesen. Okay. Oh, der normalen Stein kann auch was drin sein. Hallo, danke. Schießt mir etwas viel zu schnell. Hallo ihr. Gut, ich habe einen Bossraum, aber noch keinen Itemraum. Ich will immer zuerst die Itemräume haben. Aber ich denke, den Boss kann man auch ohne das neue Item machen. Will ich eine Bombe dafür opfern? Brauche ich nicht, okay. Oh, und freundliche Spinnen. Dass ich sowas mal erleben darf, dabei hasse ich diese Viecher. Ich glaube, ich sollte meine Meinung ändern. Itemraum? Nein, noch nicht. Und leider verschwinden die nach einer Zeit. Sehr schade. Moment mal, der große explodiert. Ach du Scheiße. Eine Bombe. Oh. Will ich das nehmen? Kenn ich nicht. Anti-Gravity Tears. Und hier ist er. Ach du Scheiße, was ist das denn? Also wenn ich gedrückt hatte, dann bleiben die Tiers da und gehen nach einer Zeit los. Und wenn ich loslasse, fliegen alle auf einmal. Wenn ich immer drücke, dann schieße ich ganz normal. Okay, lustiges Item für mich. Lustiges Item.
Alter, dieses Isaac hat echt lustige Items, finde ich. Außerdem kann ich so schießen, weil Begleiter schießt doch. Muss Fuß. Ich mag das, Alter. Oh, schon wieder Gordy, ey. Schon wieder. Hallo. Also ich spare mir mein Damage, ne? So, ist doch viel leichter so. Wenn man so Burst Damage hat. Noch ein HP ab, geil. Ich könnte meinen Satanraum wieder vertragen. Ja, ich hab voll schnelle Tiers, ne? Und die Bleiwaffe war still. Ich finde das Item voll cool. The Magic! The Magic! Jetzt ist nur die andere Sache. Wenn die Gegner da reinlaufen, tut's denen auch schon weh? Das ist cool. Wow. Ey, Moment mal. Ich konnte den treffen, obwohl... Hä, was hab ich denn da jetzt? Hä? Jetzt kann... Den kann ich nicht treffen. Keine Ahnung. Oh. Mal ganz normal drücken jetzt. Es ist zwar ungewohnt, dass ich jetzt permanent spammen muss, aber ich habe relativ guten Damage für die Tiers, die brauchen. Ah, durch die Hand nur eine rote Kiste. Oh, da ist schon mal eine rote Kiste, wenn ich es lese. Okay. Oh, komm, das will ich jetzt testen. Du bekommst Schaden, wenn du reinläufst. Wie geil ist das denn? Alter, diese Tiers sind geil. Okay. Die roten Kisten sind ja meistens eigentlich trotzdem solche Spinnen drin. Aber Alter, ich liebe diese Tiers. Jetzt müsste ich nur noch fliegen können. Das wäre geil. Burst Damage machen. Da habe ich nicht aufgepasst. Eine Karte des Stars, was auch immer du bringst. Du musst mich in den Alpen machen, oder? Was ist das? Ha, ich habe mir was mal gemerkt. Wie cool ist das denn? Was bist du? You feel stumped. Unicorn stumped. Jetzt ernsthaft in jedem Raum. Aua. Diese Unicorns machen. Oder was ist das? Ja, natürlich trifft mich das nicht. So, noch einer. Danke. Alter, ihr hört nicht auf. Das ist uncool. Okay. Gehen wir mal hier runter. Hi. Alter. Dieser Burst Damage. Ich lieb den irgendwie. Ich kann sehr schnell aufbauen. Sowieso durch die ganzen Tiers, die ich habe. Autsch. Natürlich kann echt jede Runde Unicorn. Wie cool ist das denn? Was habe ich noch behängt? Man, Judgment, Judgment. Was wussten wir nochmal? Ach, Bettler, hallo. Ich brauche keine Shops. Ich brauche nur Bettler. Danke für die Bombe. Hier ist noch mehr Geld. Und? Oh, schade. Tut mir leid, mehr habe ich nicht. Wenn ich noch was bekomme, bringe ich es vorbei. Dieser Damage. Ich glaube, die anderen Räume brauchen nicht. May you find what you desire. The Star ist schon wieder. Der nächste Itemraum ist auch gesichert. Chubby! Guck mal, was ich hier habe, Chubby. Guck mal. Guck mal, Chubby. Ich habe schöne Tiers für dich.
Alter, auf damit schon. Ein ganzes schön blauen Tiers. Tiers sagt jetzt schon. Noch mal HP ab, geil. Satanraum. Will ich noch mehr Begleiter haben? Ich glaube ja. HP, was ist dieses rechte Item, was zwei Herzen kostet? Ich will so lange eigentlich nichts nehmen, bis ich jetzt eine Antwort darauf habe. Aber eigentlich will ich die Begleiter nehmen. Und dann müsste ich eigentlich auch schon fertig sein hier. Mit dem Charakter freischalten. Ich hänge ja ein paar Sekunden nach, also wird es wahrscheinlich eine Weile dauern. Ich hab echt keine Ahnung. Aber noch mehr Begleitung wäre echt geil irgendwie. Noch mehr, was dann irgendwie Sachen durch die Gegend schießt. Ich hab die ganze Zeit noch Tee. Ja, toll. Der ist jetzt kalt. Schmecken tut er noch. Mhm. Damit kann ich fliegen, ist gebongt. Alter, jetzt kann ich Steine vernichten, fliegen und verdammt nochmal eine Spur hinter mir lassen. Wie geil ist das denn? Jetzt ist nur die Frage, will ich noch einen Begleiter nehmen? Welchen Begleiter sollte ich nehmen? Ich habe irgendwie gerade total Fun, Risky zu spielen. Mit so wenig Herzen. Irgendwie. Ich weiß nicht wieso. Ich glaube den roten, oder? Oder soll ich doch lieber lassen? Ich weiß es nicht. Schwere Entscheidung bei so Sachen. Würde ich ja jetzt Azazel freischalten, wenn noch ein Deal, oder? Pentagramm, die Flügel. Ja. Eins noch. Ah, roter Begleiter oder nicht? Da habe ich auch nur zwei Herzen. Okay, ich lasse es. Will ich noch die anderen Räume erkunden? Ja, ich hab das Stars, was hab ich hier? The Hangman. Kann ich aber benutzen. Hohoho, ich fliege. Joker! Bring mich in den Satanraum. Ist nur die Frage, will ich eigentlich jetzt noch einen Satanraum haben? Noch einen. Ich will zwar Azazel freischalten und so, aber. Muss ich das wirklich haben? Ich sehe die Räume einfach noch. Und lass mich wieder unnötig treffen, Alter. Okay. Ich habe 11 Bomben. Lass mal Geheimraum suchen. Fällt mir dabei ein. Hier ist er schon mal nicht. Hier kann er nicht sein. Doch, hier kann er sein. Das war gleich. Warum funktioniert das im Chip nicht mehr? Auch nicht. Kann er noch hier sein? Gott, viel zu viele Möglichkeiten. Also da habe ich gesprengt gehabt. Hier muss ich jetzt noch sprengen. Auch nicht. Wow, und auf der Seite? Na, danke dir doch. Mir ehrlich diese Bomben wieder.
Willst du mir sagen, ich kann die Typen sprengen? Krieg ich alle gesprengt? Ich weiß nicht. So schon mal nicht. Aber ja, ich kann die Typen sprengen. Danke fürs Geld, jetzt kann ich dem Bettler wieder was geben. Naja, ich hab jetzt den Joker. Dann kann ich noch mal im nächsten Satanraum gucken, ob da nicht etwas Besseres drin. Übertreibt man nicht. Ich darf hier nur so schnell Tiers schießen. Alter, diese Tiers! Okay, gar nichts. Hallo Gluttony, gib mir HP ab, bitte. Dann nicht. Ich benutze irgendwie nie Spacebar Items. Dann eben kein HP ab für mich. Auch in Ordnung. Hätte ich ja nur gebrauchen können. Aber dieser Run, den finde ich irgendwie cool. Hier, eine Münze. Hier, noch eine Münze. Danke für den Schlüssel. Ich will nicht forzen, danke, dann nehme ich doch lieber das Unicorn. Oder nehme ich das Star? Nee, Joker. Ich glaube, das Joker war doch Teleport. Ach, ich habe hier ja noch ein HP, was laber ich? So, das teleportiert mich in den Sator-Raum, denke ich mal. Hallo Höschen. So, Joker benutzen. Und dann sind hier nur Kisten drin. Na, danke. Eine Trollbombe. Pillen und Spinnen. No risk, no fun. Energy bräuchte ich. Paralysis. Okay, nichts Schlechtes. Mann, warum waren hier jetzt nur so Scheißsachen drin? Oh Gott! Ihr könnt ja nicht mal, ihr Viecher. Zum Glück seid ihr nicht die Laserviecher. Die hasse ich ja noch mehr. Okay, eigentlich gehen die immer, aber ich mag sie trotzdem nicht. Gut, Geld. Kampfraum? Kampfraum. Was gibt's? Nee, danke. Oh, so viele springende Typen. Hört auf, mein Gott, nochmal. Danke. Der zieht mir ja auch noch ein Leben ab. Statt nur ein bisschen. Alter. So, bist du der Letzte? Ja, geht doch. Also irgendwie will ich einen Lucky Rock haben. Ich hab's noch gesehen. Ich sollte mal auch öfter meinen Space weiter nutzen. Den Raum mag ich. Ach, Spinnen war da. Vorsicht, da ist ein Bomber. Gut. Wieder ein Herz aufgefrischt. Will ich hier so irgendwie sein? Ah, natürlich ein Scheißstab. Immer gibt's ein Herz. Okay, hat sich ja voll gelohnt bislang. Was gibt's hier? Oh nee, nicht ihr. Ich glaube, da lege ich mal lieber eine Spur, weil sonst treffe ich ja nie. Hi. Zum Glück habe ich diese Spuren halt, weil sonst wäre der Raum echt scheiße gewesen. Also diese komischen geilen Tiers. Ich glaube, jetzt habe ich die Chance auf Azazel verhauen, oder? Schlüssel willst du? Sobald ich... Oh. Ich gehe einmal hier rein. Sparschwein?
My life saving. Und der Schuss nehme ich auch mit. Danach kommt Marm-Ebene, ne? Wir sind noch nicht bei Marm. Ich zahle trotzdem mal ein bisschen. Will ich dir jetzt schon alle Schlüsse geben? Das reicht, okay. Trollbomb, ja danke, spreng dich selbst in die Luft. Super. Hast es vollgebracht. Ah, egal. Ich weiß, dass ich überstacheln kann. Aber ich vergesse nur manchmal, dass ich irgendwie fliege. Whatever. Geld. Schon mal Boss gefunden. Schon mal etwas. Ja, danke, das war eine Überraschung. Die ist hier gelungen. Ich will zuerst den Itemraum. Immer noch. Wo könnte jetzt der Geheimraum schon mal sein? Hier. Nö. Nein, so ein Gegner. Okay, ist auch ein Laservieh, aber trotzdem. Einer? Jetzt habe ich schon mal den Itemraum. Ist ein HP-Up, oder? Ich hätte sowas von dem Deal machen sollen. Da hätte ich also sehr. Ich habe sowieso genug Herzen. Oh, Heilgeld. Zum Glück kann ich fliegen. Ach, die verschwinden. Okay. Hi, Fledermäuse. In den Raum will ich da nicht rein. Ich habe viel zu wenig Herzen. Hier kann man drauf stehen, ne? Dann wäre es doch eigentlich logisch, wenn da der Geheimraum dann noch ist. Oh, schade. Der Raum ist offen, ne, die drei Truhen will ich immer noch nicht haben. Hallo Maschine. Hallo Fliege. Gib mir Herzen. Kein Geld, Herzen. Dann mal gucken, wo der Geheimraum ist. Ich habe ja genug. Ach komm schon. Danke. Ein HP hat und ich hab Maggie? Scheiße. Mal gucken, ob ich noch eins bekomme. Siehst du, Schlüsseltyp, hättest du dich nicht selbst in die Luft gesprengt, du hättest noch genügend Schlüssel bekommen können. Aber nein! Du willst dich ja voll in die Luft sprengen. Siehst du, so viele Schlüssel hättest du bekommen können. Meine Güte. Was tut dir leid? Und wie soll ich dich überhaupt nennen? MGR4 Grey? Wo muss ich sprengen? Auf welcher Höhe? Wo ist die Tür auf der anderen Seite? Hier, okay. Dann spreng ich mal hier. Geilomato. Schon wieder so eine Maschine. Gib mir Herzen. Blaue am besten. Oder Pillen, die sind auch gut. Was ist das denn jetzt bitte? Metamorphosis oder irgend sowas. Okay. Meinen sind wir wieder voll. Kriegen so eine Bombe, um das wieder in die Luft zu sprengen. Wenn ich es mal mit E machen würde. Anstatt mit Q, weil ich immer nur Q benutze, wenn ich bei diesen Tasten bin. Aber was soll's. Noch der Boss. Die super Geheimräume suche ich gar nicht erst. Und vor dem Abend kriegen wir noch The Hollow. Ich glaube, da ist es auch ganz lustig, einfach mal so durch die Gegend zu latschen, einfach mal alles abzufeuern, oder? Ist das nicht mal ein geiles Item hier? Oder? Ich will nichts anderes hören. Autsch. Es ist ein geiles Item. Okay, tschüss, Hollow.
Pager Boy. Jetzt noch. Alter, wofür brauche ich das ganze Geld? War ich hier im Shop? Ja, ich war hier im Shop. Ah, weiter. Das 2. Vormarm. Oh Gott, wo... Gott! Stop this! Danke, jetzt sind immerhin alle tot. Bevor ich die Gegner gesehen habe, ey. Hallo, Chubby. Oh, noch ein Chubby. Hallo. Hallo. Hallo, Chubby. Chubby. Guck mal, ich habe hier ganz viele schöne Tiers, die nur auf dich warten. Verschwinde, du. Du bist... Natürlich hat mich das aber nicht eingeladen. Ach, Pageant Boy, wenn ich getroffen werde, dann bekomme ich auch noch Münzen, oder? Jeder wird das jetzt verstehen. Chubby, musstest du so viel da lassen? Darf ich abkürzen mit 0? Keine Ahnung. Alterung. Will ich das nehmen? Ja, natürlich. Damage up! Alter! Ich würde sagen, ich bin okay, oder? Da habe ich noch ein Unicorn-Item. Ach du Scheiße. Ich mag den Run. Das ist der beste Run, den ich jemals in einem Isaac-Game hatte. Vier, 3 Stück gab's von denen. Kommst du auch? Ha? Stirb. Okay. Gehen wir mal raus. Ah, Life Saving. Okay. Wenn ich getroffen werde, gibt's Geld. Interessant. Ich will's nicht drauf anlegen. Ich will nicht reich werden. Ah, wobei. Okay, ist eh zu spät dafür. Ich will Kane. Okay, lila und blaues Feuer. Kann man nicht vernichten. Kommt nicht ihr schon wieder. Tschüss. Das Item ist so OP, Alter. Ich könnte mich jetzt theoretisch so oft treffen lassen. Gehen wir in den großen Raum. Und sehen komische Viecher, die verschwinden. Und wieder auftauchen und verschwinden. Okay. Was passiert, wenn ich hier... Das ist leider zu früh gewesen. Ich wollte schon sagen, ich sehe euch doch nicht, aber ihr werdet auch mal wieder sichtbar. Okay. Schwarzes Herz haben wir auch noch. Ah, eine Karte. The Lovers. Gibt mir 2 Herzen für die Notfälle. Okay. Warum auch immer ich blaue Flammen nicht löschen kann. Nur weil sie Satan gehören. Gehen mit Bomben aus. Ich hab genug Bomben. Probieren wir es mal. Geil, blaues Herz. Love it. Shop sagt Kompass. Will ich einen Kompass? Brauche ich einen Kompass? Wir sind eh bald durch. Ich kann nur das mal, aber so nein. Nehmen wir mal das blaue Herz. Und doch den Kompass, damit ich es einmal hatte. Das ist der letzte Shop, ne? Dann donate ich mal alles. A Blue Map. Was auch immer eine Blue Map ist. Okay. Ach, schon wieder ihr. Oh Gott, warum explodieren jede große und so? Ja komm, geh endlich hoch. Ich beballer dich doch nur. Hallo, dann ich.
Noch ein schwarzes Herz. Cool. Ich glaube, wir sind echt OP. Gibt's hier sonst noch was zu machen? Ich glaube, ich kläre einfach mal alles. Warum? Weil wir OP sind. Das sage ich jetzt noch. Gleich fällt ich Mom so sehr, dass ich es in dieser Situation fahre. Weil ich vorher zu viele noch ein schwarzes Herz. Und eine Karte. Hierophant. Alter, wie geil ist das denn? Was? Ich kann kein Herz mehr nehmen. Oh, schade. Alter, das ist cool. Lädt sich Pink Fluffy Unicorn jetzt eigentlich auf? Mit der Zeit im selben Raum? Mach mal Geld zum Donaten. Och, das sind jetzt die Dinger. Scheiße. Also. Immer gibt's Geld. Okay. So. Ihr seid einfach. Also, ich würde mit dieser Konstellation gerade sehr gerne irgendwie weitergehen als nur bis Mom, aber das Spiel sagt ja nö. Autsch. Okay, wir haben eine Karte. Ich hab da Lovers dabei. Also Battler. Nimm, was du willst. Danke. Speed and Rage Up. Alter. Okay, was mache ich jetzt? Mal überlegen. Ich habe jetzt den Lovers. Für Kane fehlt mir noch viel zu viel, also spiele ich. Ich bin zu schnell. So, so lange bis der Bettler irgendwas gibt. Alter. Du frisst viel. Ja, Portemonnaie-Maschine. Danke. Immer die goldene Mitte hat versagt. Kann es nicht einsetzen, weil ich keine Münzen habe. Was? Okay. Schwarzen Gegner explodieren. Die roten haben mehr HP. Und die blaue blau. Okay. Danke für die Info. Ich mag diese Tiers, habe ich das schon mal gesagt? Blaues Herz, yay. Also wenn ich Mom jetzt verkacke, dann bin ich offiziell Noob. Was ich schon vorher war, aber okay. Alter. Oh, Penis pur. Ich wollte nochmal eigentlich in den Shop, aber ich habe keine Münze mehr. Ach! Das Lilane kann auch schießen. Sagt mir das mal einer. Da muss ich ja jetzt erstmal wieder runter und mir ein Herz holen. Okay, Lilane kann auch schießen. Donaten, 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 donaten. Was auch immer auch das bringt. Ich donate gerne. Hallo Mom, wie geht's denn so? Ich dachte immer, wir hätten uns lieb. Au. Fängt ja schon gut an. Hi. Best! Best! I love it! Azazel, willkommen! Das ist geil jetzt! Ah, das ist jetzt ehrlich geil! Dann scheiß ich auf Pink Fluffy und bekomme mit Damage mit! Alter, wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn jetzt bitte? Ich muss eigentlich nur sammeln meine Tränen hier, bis Mom irgendwie mit dem Fuß kommt. Ja? Wer ist das nicht? Wie OP ist das denn? Isaac was cornered. His mother, fueled with the desire to serve her god, was buried down. Alter. Isaac, I will do as I'm told, my lord. I love you above all else. Isaac's mother repeated to herself. This was the end of the line for Isaac. His mother was far too strong for him.
But just as he accepted his fate, God intervened, sending an angel down from above to stop his mother's hand. And just like that, it was over. Oh. Was ist denn schon vorbei? Alter, unlock the Womp. Unlock Challenge 20. Unlock the... Ja, diese komischen Dinger und Cube of Meat. Alter, das war mein bester Run. Ich kann nicht mehr. Gleich noch Azazel freigeschaltet. Okay. Azazel und Lazarus. Mit wem soll ich spielen? Von den beiden. Azazel oder Lazarus? Irgendwie totally wow gerade. Oh, Stuhl, hör auf, Geräusche zu machen. Okay, also sehe. Okay, ich kann von Anfang an fliegen. Hab The Fool dabei und drei schwarze Herzen. Wollt ihr mich verarschen? Okay. Und ich hab Brimstone. Ach du Scheiße, aber im Mini-Format, okay. 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 Ich komm voll damit klar. Und ich muss den aufgeladen haben, okay. Ich habe noch nie Brimstone so wirklich gehabt, von daher. Nimmt es mir nicht übel. Ich muss rot blinken, bevor ich feuern kann. Oh, sie sind beide gleich erwischt. So, ich habe keine Bombe, aber diverse Schlüssel. Aber ich wüsste ja, wo der Geheimraum ist, wenn ich eine Bombe hätte. Münze, ich bin reich. Gleichen Begleiter. Double Shot Buddy. Okay. Immerhin habe ich jetzt auch ein paar Tiers. Hier steht aber nicht, was ich drücken muss dafür. Okay. Gehen wir zum Boss. Rote Tiers haben immerhin ein bisschen Damage, oder? Hört auf mich zu verfolgen. Danke. Locker. Latchkey, okay. Mit ein paar Schlüsseln. Die mir hier nichts bringen. Ich habe auch keine Bombe bekommen, also durch. Okay. Ein Run gefailed, ein nächster Run Azazel freigeschaltet. Aber echt geil freigeschaltet, wie ich finde. Ach komm, wir sind Azazel. Wir haben Brimstone. The Virgin Monster, what the fuck? Bossi auftauchen, hätte ich nicht gedacht. Die Herzen bringen mir voll viel. Die Herzen bringen mir richtig viel. So, wer kommt jetzt noch? Noch ein Boss? Ich wollte es so haben, ne? Okay. So, wer noch? Keiner mehr. Immerhin gibt es mir eine Bombe. Und ich wurde nicht getroffen. Das ist alles, was zählt. Ja, alles, was... Oh, wow. Autsch. Au. Ich kann mich immerhin hier verstecken.
bis wer gut in Position ist. Was ist das? Das war's. Okay. Nicht durchdrehen, danke. Du explodierst. Oh. Dilla, was? Bringt mir gar nichts. Nimm ich doch lieber die Fuhl. Noch Begleiter? Was? He's greedy, Bumfriend. Ach, der klaut mir das ganze Geld, oder? So gesehen ein. Aber auch das Geld, wo ich nicht rankomme, so ein Bettler. Nur schon. Kalos. You feel stronger? Okay. Mehr Damage oder so? Oder wie damit das verstehen? Okay. Ich glaube, das wird Assassin plus Begleiter-Runde. Und hi Dingle! Ich raste gleich gerne in dich rein, ey. Warum? Because I like to brimstone. Okay, auf zu dashen. Danke. Und dann habe ich jetzt wieder noch ein Herz. Ich will HP-Ups irgendwie. Ich hab von geredet. Geil. Jetzt bin ich nicht mehr schwarz. Nein. Können wir noch was machen? Ja. Will ich doch lieber alles erkunden. Ach, ich kann auch sehen, was die Karten bringen, so gesehen, wenn ich auf Shift drücke. Tab drücke. Okay. So, eine Kiste. Mit Geld und Bomben nehme ich gerne. Shop brauche ich nicht. Geheimraum. Ich denke mal, dass er da ist. Na so. Auf der Höhe. Ne, Bomben kann ich nur noch mit E nehmen. Oh, richtig getippt. Jo, ciao, Nappi, ciao. Was musst du denn noch aufnehmen? Warum will ich eigentlich den Fool haben? Nur um mich irgendwie wieder zum Anfang zu teleportieren. Nehme ich doch lieber den Lavas mit. Jetzt habe ich auch ein Herz, was ich auffüllen kann damit. Immerhin eins. Ich stelle mich in diesem Isaac ein bisschen besser ein als im alten. Keine Ahnung wieso. Aber ist halt so. So, blaues Herz. Komischer Raum, in den ich rein will. Scheiß Fliegen. Bumfriend, was hast du vorhin so weit hinten? Das Geld. Okay, nimm das Geld. Das ist doch nicht wirklich Technology, oder? Werde ich damit jetzt überschreiben, oder? Du nimmst Pokémon auf? Was? Wie nimmst du denn da auf? Schick mal links. Ich glaube, überschreibe ich mit Technology irgendwie was. Ist das Technology? Keine Ahnung. Ja, komm. Immer ein bisschen was für Bombfriend. Eine Münze für Bombfriend. So, was kommt jetzt? Die Kackviecher. Hört auf, irgendwas zu spawnen. Danke. Och nee. Och nee. Alter, hört auf damit. Ich hasse euch. So, danke. Erstes Spacebar-Item, also nehme ich's mit. Und
Dann geht's hier weiter. Natürlich tust du mich noch. Ja, Nappi, schick mal Link. Ja, mit Technology habe ich einen Laserstrahl, aber ich weiß nicht, ob ich Brimstone da deswegen wegwerfen will. Diesen kleinen hier. Ich glaube, der ist dann doch schon besser, oder? Ja, Nappi, du hast eine Capture Card. Weiß ich das? Nein, not really. Ach, das bringt Fliegen, okay. Okay, das bringt Fliegen. Ach du Scheiße. Fliegen. Erledigt mal ein paar. Ich bin nämlich nicht so nah dran. So, danke. Okay, dann riskiere ich es, glaube ich, gleich mal zu überschreiben. Oder sonstiges. Natürlich. Gut, noch eine Bombe. Geheimraummöglichkeiten. Zwei. Moment, da oben war der Shop, ne? Den brauche ich nicht. Und dann hier noch. Und ich glaube, hier ist er auch. Ich glaube, hier muss ich schon. Ja. Schlüsselbettler. Ich bin mir da nicht sicher. Ich kann dir drei geben, mehr aber auch nicht. Fuck. Okay. Ach, da wo du willst. Alter, ich hab Technology 2 und Laser. Okay, nix überschrieben, finde ich super. Und keine Schlüssel mehr, das ist ein Nachteil. Scheiß Bettler, warum traust du auch auf? Muss Bettler dir mal was geben? Der Laser, der immer bleibt auch noch. Alter Schwede. Ach, Gordi, hallo. Ich sehe die Fliegen da nicht. Ich bin gleich tot. Das interessiert Gordi, glaube ich, nicht. Ach, Gott sei Dank. Und HP ab. Geil. Okay, keine Schlüssel, Bettler. Du wirst leider jetzt in die Luft gesprengt, damit ich noch was von dir habe. Ach, wäre unten noch gewesen. Offen. Immerhin habe ich ein paar Bomben von dir. Jetzt brauche ich wieder Schlüssel. Nun, Happy, gucke ich mir die irgendwann mal an. Wahrscheinlich eh gleich nach dem Stream irgendwann. Okay. Cave 2. Leben ab. Ich habe ja nicht mehr so viel. Ach Gott, nicht ihr. So, immerhin habe ich noch den Range Laser. Damn, Rust
lucky. It feels lucky, yes. Your feet feel stronger, so. Ich glaube, ich nehme den Schlüssel mit, weil ich glaube, der droppt noch ein paar Schlüssel, die ich gebrauchen könnte. Hallo, Lass schon wieder. Ich habe auch so voll Lust auf dich. Lass hat mich gekillt, cool. Ah, nee, ich habe nicht so Lust auf dich. Ach, komm. Ciao. Ich glaube, ich nehme einmal Lazarus noch. Und dann ist erstmal auch Schluss für Isaac. Wir nehmen mal eins, eine Pille am Anfang, drei Herzen, Bad Gas. Wow. Das bringt Lazarus. Wow. Sehr viele Schlüssel ins Gesicht, die ich vorhin gebraucht hätte. Oder die ich weggegeben habe. Gib mir alles, wo ich nicht rankomme. Okay, da komme ich ran. Death, okay. Ja, vor allem war es noch Technology 2 und nicht 1. Charge Shots. Ich habe aufgeladene Schüssel. Wow. Okay. Butterbeam. Okay, whatever. Lazarus hat aber echt schon Tears ab, oder? Ach, die hätten einen ja auch. So viele Kack kaufen. Alter, was für Tears hast du? Hallo, Trollbombe. Meister. Eigentlich nicht Sophia, aber warum hast du so einen Schutzpeak, Alter? Oh je. Scheiße, Fliege. Oh Gott, mein Damage ist sau niedrig. Ich bin's gerade gewohnt, durch die Steine zu fliegen. Ich will ja die Schlüssel, Alter. Keinen einzigen Schlüssel. Für den nächsten Mini-Goldie wollte ich schon sagen. I hate you. You know that. Ah, Gott. Vor allem die Spur, die sie legen, das ist eigentlich das, was weh tut. Sterben, danke. Hör auf, Fliegen zu spawnen. Oh, natürlich kann das sein. Aber einer kann immer nur zwei auf einmal beschworen haben. Okay. Gut zu wissen. Irgendwie mag ich diese Schokoladen-Item nicht, das macht überhaupt keinen Schaden. Also die aufgeladene Schüssel. Allein schauen. Papier. Okay, kein Schlüssel ab und keine Bombe ab in die nächste Ebene. Schlüssel. Ich riskier's. Ach komm schon. Da will echt nichts kommen? Wie scheiße ist das denn? Da wollte ich es halt einmal machen. Yo, komm, halbes Leben, Beste. Fire Raid. Ah, okay. Ich hab vorher schon gesagt, ich bin Noob in diesem Spiel.
Scheiße. Fliegen. Weißes Herz. Wenn ich so oder so sterbe, sterbe ich. Ach, Kacke. Das könnte, glaube ich, hier passieren. Fliegen, fliegen, nein. Kein Fliegen, okay. Herz. Bombe, oh. Herz, Herz, Herz. Kein Herz. Kein Herz für Lazarus. Oh, seid ihr doof. Die kann doch springen, oder? Eine Bombe. Hm. Zwei Shops, was? Kann aber nicht stimmen. Auf jeden Fall gibt es nur eine Möglichkeit für einen geheimen Raum und den will ich dann auch nutzen. Was? Okay. Das weiße Herz will ich auch irgendwie nicht benutzen. Das heißt, Monster ohne einen getroffen zu werden. Geil. Scheiß Fliegen wegmachen. Oh, scheiß Fliegen! Oh, ich bin wiederbelebt worden und wieder. Okay. Warum auch immer ich wiederbelebt worden bin. Das habe ich jetzt nicht gepeilt. Hab auf den Chef geachtet. Nochmal. Nochmal, Lazarus. Ich muss überleben. Ich bin zwar gut im Überleben in diversen anderen Spielen, aber nicht in Isaac. Nicht in Isaac. Technology? Fuck! Ich hab nur noch diese... Du Scheiße. Ich hab ehrlich nur noch diese Träne. Nur noch diese eine und die muss ich steuern. Willst du mich verarschen? Oh Gott, das kann ja schon nichts werden. So, die anderen Items fand ich ja immer cool, aber... Nee, das geht nicht. Viel Spaß bei den Gurken. Oh Gott, die Träne bewegt sich so lahmarschig. Viel Schaden macht das ja nicht gerade. Oh mein Gott. Was ist das für ein Item? Okay, an sich eine tolle Idee, aber eine Kugel? Ranger bringt mir jetzt sowas von viel. Okay. Schön, dass ich das weiß. Ich kann wiederbelebt werden. Danke für das Herz. Okay, dann kann ich hier auch nichts mehr machen. Warum gehe ich hier rein? Außer ich gehe durch den Stachelraum. Was ja auch, denke ich, mal tue. Zwei Pillen. Soul Converter. Lemon Party. Puberty! Bad Gas! Was bringt Puberty eigentlich? Stimmt ja, konnte ich ja nicht einsammeln. Aber ich glaube, bei Bossraum bleibt auch noch eins. Ich will mir aber keine blauen Herzen machen. Ja, mit dem Zollkonverter hat man Lazarus eigentlich immer freigeschaltet dann. Was sind das für eklige Tränen? Komm schon. Das heißt, ich kann ausweichen, so viel ich will, und muss eigentlich nur beim Gegner bleiben. Es ist scheiße, wenn sich Gegner schnell bewegen. Ich brauche Damage-Ups, dringend. Aber sowas von dringend.
Formation zu fliegen, die kennt sich auch schon. Missing Page. Kennen sie hier schon alleine, indem sie patrouillieren? Okay, die will ich noch nicht kennen. Oh, oh, Feuer. Einmal überall rüber. Und es droppt nichts. Cool. Wenn Gegner eingesperrt sind, kann ich sie jetzt auch irgendwie besser killen, finde ich. Träne geht durch Wände, das ist das einzig Positive eigentlich. Den Teil. Ich habe keinen Schlüssel. Lecker Mio. Broken Remote. Nicht wirklich. Hat irgendwas mit Bomben zu tun. Okay, ich kann nur noch an den Boss oder den Stachel rum. Zuerst mal Boss machen. Aufpassen. Ein Statuswert. Dingel, scheiße mit dieser Träne. Dass ein Statuswert gesenkt wird, das ist nicht so schön. Dingel. Was machst du? Autsch. Autsch. Ich sag ja, ich hasse Dinge. Hallo, ich bin hier. Oh, wow. Nice. Ah, nicht so nice. AP? Warum habe ich so viel AP ab? Mit Azazel krieg ich's nicht. Kein Schlüssel, keine Bombe, weiter. Sonst mal gucken. Ja, was ist das? Gucken, habe ich gesagt. Range habe ich viel, das bringt mir gar nichts. Alter, ich bin Damager. Ich habe keinen Schlüssel, tut mir leid. Immerhin kann ich euch so schaden. Endlich Schlüssel! Aber Itemraum ist wichtiger als die Truhe. Damage ab oder ich will fliegen. Oder beides. Alter, mit der Träne wird es so lange dauern. Ohne Damage ab. Bis ich irgendetwas habe. Zwei Schlüssel. Jetzt bekomme ich schön Schlüssel. Ja, das bringt auch nichts. Hätte ich den Bettler jetzt dabei, wird es schon eher was bringen. Warum so viele kleine Gegner? Dieser Trainer hasse ich's. Oh, natürlich. Ich dachte, du bist noch eine Ebene weiter unten. Noch eine Münze. Und noch mal. Nee, ist das hier am Hard. Besser als das Soul Converter, denke ich mal. Dann verliere ich ja ein HP ab. Für ein paar blaue Herzen, wenn es das ist, was ich weiß. Oder denke. Ich bin immer noch gewohnt, dass ich fliegen kann, verdammt. Ich wollte gerade schon nach unten abhauen. Shop will ich nicht unter 15. Münzen. Die Viecher an der Wand jetzt auch noch. Du musst sie erst anbauen. Gut. Was gefunden? Itemraum haben wir auch.
Pestilenz mit dieser Treppe. Okay. Okay. Ich beschwöre mal nicht so viel. Ich hoffe, dich zu bewegen. Ich stehe jetzt ungünstig. Ja. Das ist kacke, diese Item. Ich muss mir mal merken, was für ein Item das war und das wiederholen. Ja, mal halt, by the way, ready. Auch voll vergessen. The Book of Revelations. Immerhin etwas. Cube of Need. So. Nee, ich will nicht in den Kampfraum. Nicht mit diesen Items. Nicht mit dieser Träne. Das ist uncool. Und dann Cube of Meat jetzt, der mich beschützt. Hallo Wrath. Ich bin ungünstig. Bleiben wir so schön da. Ne? Kann ich eigentlich seine Bomben damit schieben? Ja. Das ist sehr schön. Bleib stehen, du Verdammter. Alter, ich hasse solche Cuts und mehr spielen. Vor allem, ich kann ihn ja nicht zurückschlagen. Mit meinen Tränen. Immerhin habe ich jetzt Bomben. Hoffe, dass ich so schnell gegen den Gegner. Moment mal, ich wurde nicht getroffen. Alter, ich habe ein Wunder erlebt. Ach, ihr schon wieder. Karte kann ich auch nicht so wirklich. Da könnt ihr heute schon, aber wollen nicht. Noch mehr Bomben. Oh Gott. Muss ich hier nochmal durch? Eigentlich nicht. Also lassen wir es gleich. So, die Grünen hatten mehr HP. Oder wie war das? Ja. Und droppen Pillen. Are you a wizard? Nicht, dass ich wüsste. Okay. Komischer Raum. Ich glaube, hier bin ich sicher. Das ist kein rotes Feuer. Noch ein Schlüssel. Okay. Komische Räume gibt's. Zwei Bomben an eine Truhe. Nicht das. Ich glaube, ich will. Pow! Yeah, Bad Guy ist noch toll. Das hat ja voll gelohnt. Fuh. Don't do this. Immerhin. Bossraum. Die könnte sich auch ein bisschen mehr Schaden machen an sich. Immer noch. Aber hey, ich wurde lange Zeit nicht getroffen. So. Wow, ich wurde auch nicht getroffen. Auch ein Wunder. It feels lucky. Ich glaube, ich nehme das hier. Kakao. Ich hasse euch, deswegen müsst ihr dann glauben. Ihr nervt ein bisschen. Rote droppen rote Herzen. Ja. Gut. Bleibt mal schön beieinander. Nee, das nimmt nicht. Ist zwar ein schönes Damage ab, aber. Nee. Kann ich nicht umtauschen. HP ab? Gott, wie viel HP hab's bekommen?
Ich könnte auch mal wieder Yamhat aktivieren. Mir dabei ein. Das jetzt kann ich auch nehmen. Moment mal, hat das ihm 2 HPs abgegeben? Will ich die Bombe auch brauchen? Ja, will ich. Das hätte ich theoretisch hier machen können, ob super geil war oder so. Hallo Joker. Hallo Joker. Mit den HP-Ups? Gerne. So, na komm, kleben wir den mal auf. Vielleicht geben die ja was Schönes. Ja. Uncool, wenn man sowas steuern muss. Und dann noch auf die Stacheln achten muss. Geheimraum. Hat sich also gelohnt. Auch wieder sowas. Oder will ich in den Shop gucken und die daher einfach nur sprengen? Na, na toll. Hat sich nicht so wirklich gelohnt. Was bringt eigentlich Ayuro Wizard? Ah, machen wir den Boss und mal gucken, ob wir so einen Sachenraum bekommen. Oder ob ich ihn noch aktiviere. Okay, ich muss nur ausweichen. Mehr brauchen wir nicht. So, ich muss jetzt nur ausweichen. Wow. Hi. Halt, wie langsam die HP runtergehen. Das kann doch nicht mehr normal sein. Thank you, Cube of Me. Wow. Alter, ich brauche Temperature. Und sowas von. Ja, du triffst mich ja nicht. Das ist schön. Scheiß Fliegen. Kannst du endlich schneller drauf gehen? Ah, Schatz, Peter bringt mir gar nichts. Judgment. Ah, nehmen wir den Battler. Alter, du nimmst aber viel. Alles nur für ein Herz, what? Schon 10. Münze. Gieriger Bettler. Ich hab nichts mehr, mein Gott, bist du gierig. Ah, okay, ja. Wizard. Bei der Tier echt kacke. Hallo, Death. Nee. Hallo. Ihr seid einfach mit dieser Trainer. Mehr aber auch nicht. Gott, was ist denn? Was? Autsch. Autsch. Ihr habt Spectralities. Wahrscheinlich. Räumen wir noch Damage ab. Danke. Schon wieder diese super Typ. Kann einer von euch sterben wenigstens? Das wäre echt nett. Danke. Ihr gibt gar nichts außer einen Schlüssel. Wow, zum Glück habt ihr mich nicht getroffen. Oh Gott, nein, hier schon wieder.
zwar. Das Item ist ja eigentlich so, dass mehr in den Kackhaufen zu finden ist, oder? Oder eher gesagt, häufiger, was in den Kackhaufen ist. Also das Trinket, was ich gerade habe. Scheiße. Oh, Cube of Meat rettet. Rettet und rettet wieder. Damage up! Echt geil, endlich. Endlich. Mal blau, mal rote Tier. Was hat das zu bedeuten? Wenn ich da jetzt hin könnte, wäre das echt cool. Will ich dafür einen Schlüssel und eine Bombe opfern? Ich glaube, ja. Ist nur kacke, dass ich nicht an alle rankomme. Nice. Oh, nicht hier schon wieder. Jetzt bleibt die. Ne, ich wollte schon sagen, jetzt bleibt die Rose, aber nein. Ah, oh, alle fliegen. Eget, eget. Du explodierst erstmal. Gut, Bombe haben wir auch wieder. Ach, noch mehr von euch. Was machen die Lila denn jetzt? Eigentlich gar nichts. Heißt das nicht immer groß, farbige Leute oder große Leute droppen immer was? Hat eben nichts gedroppt. Sehr schön. So, Itemraum haben wir. Nee. Ich shop? Nein, also können wir sowieso hier durch. Boss. Dark One, was seid ihr denn? Noch zwei davon, what? Ich kenne euch gar nicht. Nur so wie... Ja, es sollen ja neue sein. Macht ja alles dunkel. Oh Gott. Oh Gott. Ist das jetzt der, den ich anvisiert habe am Anfang? Ich hab keine Ahnung. Das dauert zu lange, selbst mit diesem einen Damage ab. Naja, so dunkel macht ihr die Gegend nicht. Ne? Autsch. Brimstone könnt ihr auch, ach du Scheiße. Aber jetzt sind wir beide irgendwie gleich. Ja, eine Stone, eine Stone. So schlimm finde ich sie bisher gar nicht. Das liegt aber auch daran, dass ich aus der Ferne agieren kann. Wieder mal ein kleiner Vorteil, aber hier ist diese Tier macht so wenig Schaden, ich bin mich daran immer noch nicht gewöhnt. Danke. Speed up, yeah, hey. Schneller zum Fliehen und von der Ferne agieren. Gehen wir einfach mal weiter. Okay. Das ist jetzt Marms Ebene, ne? Gott, wie soll ich Marm denn am besten besiegen? Hört auf, sofort wieder loszuspringen, Alter. Ja, 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 stimmt. Pfütze. Mein Gott. So. Marms Fuß kommt ja auch nicht immer und die Tür ist ja auch nicht immer da. Wäre mies, wenn das die nicht erwischt, obwohl sie nicht getroffen werden. Puberty, nein, danke. Joker. Sollte ich mal einsetzen. Oh, what the fuck. Wie soll ich die denn besiegen? Vier Stück? What the hell? Bei dem Damage? Ja, danke. Drei und ich gehe, glaube ich.
Ja, das mit dem Joker dachte ich mir auch, aber ich vergesse es immer wieder nach einem Boss. Ich habe beim ersten Boss ja gesagt, von wegen, jo, lass mal gucken, ob wir überhaupt einen bekommen. So nach dem Motto, dann muss ich ihn hier ja nicht einsetzen. Aber dann vergesse ich es auf den anderen Ebenen auch immer wieder. Ah. Ich sollte jetzt nicht sofort wieder rausgehen. Danke. Mein Gott, hat das gedauert. Schön, nein. Jetzt könnte ich in den Shop. Und dann ist der Greed drinne. Wetten. Das halbe Herz nehme ich. Oh Gott. Nein, das einzige Positive an dem ist. Autsch. Kackhaufen spawnen. Mein Item müsste da ja mehr drin sein. Hoffentlich nicht nur Herzen. Ah, oh, hauptsächlich Herzen. Was bist du denn? Tears up, Knockback Shot. Okay. Bringt mir in dem Fall nicht sehr viel. Ich will sowas von in den Shop. Ach du Scheiße. Dass ich hier nicht getroffen wurde. Echt hammergeil. Oh Gott. Was bringt Gelbe? Gute Frage. Wir werden es herausfinden. Was machst du? Ein Item droppen. So, ich hätte jetzt auch gerne einen Shop. Danke. Ah. Warum vor Mom benutzen? Kann man ihn nicht bei Mom benutzen oder so? Nehmen wir die Karte. Einfach weil Karte. Dann holen wir uns hier mit den Bomben die ganzen Sachen. Ah, benutze ich ihn gleich vom Boss. Lemon Party, hey, hey. Ist der Geheimraum hier? Wow! Okay, seit wann geht das durch die Wand? Seit wann? Okay, Joker. Einfach mal. Ach so, ich habe ja keine Tears mehr. Ja, schon vergessen. Ich habe keine Ahnung, was das alles macht. Treubomben. Nehmen wir einfach mal Dark Matter 4 Shot. Die Kugel sieht jetzt cool aus. Sin up. Okay. Ich habe gesündet. Ist mir so scheißegal, was das bringt. Ich habe auf jeden Fall Herzen bekommen. Fear me. Danke. Okay, man weiß sich ja jetzt durch die Karte eigentlich, wo es hingeht. Fear me. Hör auf zu springen und fear me. Danke. So, noch ein Schlüssel. Damage Up ist das ja gerade nicht eigentlich, was ich eingesammelt habe. Aber, na, was soll's. Hallo Mom. Lemon Party. Sehe ich jetzt eigentlich noch den Fuß? Ich weiß es nicht. Hallo Fuß. Achso, die Hand. Ich dachte gerade schon. Immerhin helfen mir die schwarzen Herzen noch ein bisschen. Was hat mich denn jetzt schon wieder erwischt? Oh Gott. Oh Gott,
Gott, okay. Ich dachte, der wäre tot. Ah, egal. Noch ein HP ab und Damage ab dazu. Wow, womit habe ich das verdient? Ja, gegen Arm schaffe ich es. Habe ich geschafft. Okay. The Bomb. Mal gucken, ob ich das Herz auch noch schaffe. Eigentlich heißt es ja nur ausweichen und fernbleiben. What the fuck? Okay. Will ich das für die Kisten tun? Ja. Geile Kiste, geile Kiste. Best Kiste ever. Okay. Ich weiß aber nicht, ob ich das machen will. Will ich das machen? Der Tote zieht, glaube ich, eine Spur hin und du schießt. Und ich glaube, ich will, was das schießen kann. Sister Maggie. Ja. Will ich da jetzt noch weitermachen? Nö, das reicht. Kostenlos etwas. Ohne Kampf. Oh, eine Karte. Ah, kann man schon einmal fliegen. Für Nothing. Ja, obwohl das mit der Kontrolle jetzt etwas vage ist, weil ich schieße ja auch immer dahin, wo ich dann halt schießen drücke, aber da ich den Ball ja quer lenke, egal wo ich bin, ah, okay, war glaube ich doch nicht so eine gute Idee. Was soll's, zwei Bomben, der hängt mir. Nee, will ich gerade nicht benutzen. Gibt wahrscheinlich besseres. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Stop it. Oh Gott. Hör auf damit. Danke. Ja, was? Tot? Sicherlich? Oh Gott, ich hasse diese Viecher. Ah, toll. Das hat mir jetzt alles versaut. Oh. Ziehen ja jetzt auch immer eins ab. Ach, what the fuck? Okay. Was? Womit habe ich diese komischen Räume verdient? Ach du Scheiße! Die an den Wänden habe ich gar nicht gesehen. Okay, mein Mom geschafft. Ich hätte gerne gegen das Herz angetreten. Was soll's? Was soll's? Da würde ich sagen, werde ich den Stream auch hier beenden. Irgendwann wird weitergemacht. Keine Ahnung wann. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Viel Spaß bis dahin und tschüss.